أحبائي خذوا مني سلامي، يا رف عليكم مثل السحاب. تسلم إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تقدر على نار شمعة؟ والله ما تقدر. طب جرب كده، طب ولع شمعة، وحط صبعك عليها كده لمدة نص دقيقة لمدة دقيقة، والله ما تقدر. شمعة هل تصورت نار حريق المروع المدمر؟ هل تخيلت نار بئر من آبار البترول؟ إن اشتعل بئر من آبار البترول بالنار، شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يقلع القلب بالفعل. إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. كل شيء مدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء موجود، عبدي، يقول الله لك عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فقول المؤمن رب أعرف، أنا عارف يا رب، اسمع فيقول الله جل وعلا للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك. عندما تاك دينكن موفيا أن ألفو الله سبحانه وتعالى على نشتين بيض، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا نمتاك بو يدا فان دين أندغ فلشتت بو دي فغو فان إيغن من فلشتت بو دي فاتة فان دين زون فلشتت ام دي زون فان دين فاتة فان أنا نمتاك فو دو علينا فان دين كينك تا كينك سبحانه وتعالى شتين بيس und du wirst gefragt, was hast du gemacht? Was hast du in diesem Leben gemacht? Wie hast du deine Jugend verbracht? Hast du sie in Diskotheken verbracht? Oder hast du sie in der Moschee verbracht? Hast du sie in Allahs Wohlgefallen verbracht? Oder um Allahs Zorn? Wallahi al-Azim, der Tod ist der größte Amana, liebe Geschwister. Und den müssen wir immer wieder erwähnen. Den müssen wir immer wieder gedenken, damit wir wissen, dass dieses Leben nur ein trügerischer Genuss ist. Dass dieses Leben, wallahi al-Azim, nichts wert ist. كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركاتك أيها المسلم سوف تفنى ثم يتلوها خفوت. قل لي أيها السادر، أيها السائل إلى ربك، ما هذا الجبروت؟ أنسيت وقوفك يوم القيامة بين يدي ربك؟ Du solltest wissen, jede Seele wird den Tod spüren. Niemand wird ewig auf dieser Erde bleiben. Und wenn dieses Leben ewig wäre, dann wäre der Prophet Muhammad s.a.w. unter uns. Aber er sagte zu ihm, Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst sterben und sie werden sterben. Kommt der Moment, an dem der Engel des Todes kommt. Er wird mich fragen, ob du bereit bist. Er wird mich fragen, bist du bereit zu gehen? Er wird seine Aufgabe erledigen. Weder eine Sekunde noch eine Stunde kannst du länger bleiben, wenn Allah es bestimmt hat. Und dann wirst du in deinem Grab gelegt. Weder deine Zeugnisse noch dein Verdienst interessiert irgendjemand. Die erste Frage: Wer ist dein Gott? Wem hast du gedient auf dieser Erde? Ist das Allah? Wenn das so gewesen ist, dann wirst du antworten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ich und du jetzt in diesem Moment sterben würden, was würden wir Allah antworten können? Hast du irgendwas vorausgeschickt, worauf deine Seele sich freuen würde, Yawm al-Qiyamah? Wenn du jetzt sterben würdest, wärst du bereit zu gehen? Oder würdest du sagen, bitte, Rabbi irji'un, schick mich wieder zurück, auf dass ich Gutes tue? Kalla, es ist ein Wort, was Allah gesprochen hat. Der Mensch, es wird sich mal, achte darauf, der Mensch macht seine Sünde.
فوق الله سبحانه وتعالى وان الله زيد ايد وان الله جد اللي تصايد خليت اتسوقكم يا الله deine Diener sind viel aber ich bin auch dein Diener zu wem soll ich gehen wen soll ich fragen wen soll ich um Vergebung bitten ich bleib dein Diener vergib mir meine Sünden dann wird es mal passiert bei dir dass du eine Ehe gehört hast dass du irgendwas vom Koran gehört hast und deine Beine konnten dich nicht mehr ertragen aus Furcht vor Allah hast du mal gespürt dass dein Herz von innen brodelt weil es einen Schuss nur von Allah bekommen hat وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله أكبر القرآن القرآن sprich zu meinen Dienern die an meinen Zeichen glauben. Friede sei mit euch. Guck mal, der Mensch kommt, er hat Angst, er hat Sünden begangen. Nein, nein, Friede mit dir. Hab, beruhige dich. Fühl dich wohl. Fühl dich in Frieden. Salamun alaikum. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Dein Herr hat sich verpflichtet, barmherzig zu sein. Sollte einer von euch eine Sünde begehen und dann macht er Tauba und kehrt zurück und tut Gutes, Allah ist allvergeben. Sagt er, oh Allah, sollte ich Tauba machen, nimmst du mich an? Sagt er, fragt, er redet mit seinem Herr. Oh Allah, wenn ich Taube mache, wenn ich zu dir zurückkehre und die Sünde unterlasse, akzeptierst du mich? Nimmst du mich an? Da kam eine Stimme hinter der Tür, sagte sie, Ahbabtana fa ahbabna, taraktana fa taraktana, asaitana fa amhalna, wa la in raja'ta ilayna la qabilna. Als du uns Als du uns geliebt hast, haben wir deine Liebe erwidert. Und als du gehen wolltest, haben wir dich gehen lassen. Und als du Sünden begangen hast.